Wir freuen uns mega auf den heutigen Tag. Ich sage das zwar jeden Mittwoch, aber heute freue ich mich ganz besonders, weil wir ja diesen Special-Gast haben, den ich euch auch jetzt noch gar nicht vorstellen werde, weil wir werden jetzt erst ein bisschen miteinander spielen, in die Matrix eintauchen und uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, was wir vorgegeben haben. Und ja, und es ist nicht das Thema Schwangerschaft, sondern es ist das Thema, dass wir im Moment alle, ich denke mal, dass es die meisten von euch auch betrifft, mit dem, was da draußen passiert, wir nennen es jetzt einfach mal Neubeginn, dass wir damit gerade mit bestimmten Gefühlen und ja, vielleicht auch Zweifeln, aber vielleicht auch mit Freude und Aufregung gerade ein bisschen schwanger gehen. Und wie gesagt, schwanger war ja mein Thema. Nochmal zu dem Special Guest, da freue ich mich ganz besonders drauf. Der Grund ist, warum wir das noch ein bisschen geheim halten, weil ihr werdet es hinterher sehen. Jetzt habe ich noch ein bisschen neugieriger gemacht, ein bisschen Druck aufgebaut. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut drauf, ihr freut euch, so wie wir. Und ja, das Thema haben wir schon gesagt. Wie gesagt, das Thema Schwangerschaft, da konnte ich am Anfang nicht so viel mit anfangen. Also ich habe das jetzt nicht so körperlich mal mitbekommen. Aber das Thema Neubeginn, das ist natürlich gerade so faszinierend. Und wir alle wissen, es ist etwas im Umbruch. Es wird etwas Neues entstehen. Es wird etwas Neues passieren. Der Punkt ist, wie viel Einfluss habe ich darauf? Und wenn ich Einfluss darauf habe, was kann ich daraus machen? Welche Kraft, welche Inspiration habe ich für mich wirklich den Neubeginn so zu gestalten und am Start zu sein, dass das, was dann daraus entsteht, das Baby, das dann kommt, unser Baby, dass ich sagen kann, hey, das Ding ist richtig gut geworden, das Baby, die Situation, was auch immer, das hat richtig Spaß gemacht und ich bin richtig am Start und habe aus dieser ganzen Situation für mich das Beste herausgeholt. Und das meine ich jetzt nicht materiell oder sonst irgendwelche Dinge. Und das soll auch nicht heißen, dass ich auf so einem Ego-Trip bin. Aber ich glaube, es ist unsere Pflicht, dass wir richtig am Start sind. Und zwar für die Zukunft, für meine Kinder, sage ich immer, und für meine Enkelkinder. Dass das, was jetzt am Laufen ist, dass wir alles dafür tun, dass wir wirklich am Start sind. Und das fängt bei uns im Innersten an. Und darum geht es. Das heißt, dass wir in die Vorfreude gehen für die Geburt. Und ich weiß nicht, wer von euch, schreibt doch mal kurz in den Chat. Wir nutzen übrigens für alle, die neu sind, die noch nie mitgemacht haben, wir nutzen unglaublich gern den Chat, um euch ein bisschen mit reinzunehmen, damit ich auch ein Gefühl für euch kriege, wie es euch gerade geht. Wer von euch war denn schon mal schwanger, beziehungsweise wer von euch hat denn schon mal ein Kind bekommen? Das heißt, ist vielleicht Papa geworden und weiß, wie sich eine schwangere Frau fühlt. Weil das kriegt man ja als Mann so mit, wenn die ersten Hormonschwankungen kommen. Oder einfach nur, dass man einfach auch diese Vorfreude kennt auf das Neue, auf den Neubeginn. Dass man vielleicht gar nicht weiß, wie wird das denn überhaupt mit so einem Baby? Aber ich weiß, es wird total genial. Wer von euch kennt das? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, schwanger. Und ich habe schon zwei Kinder. Vor 30 Jahren war ich schwanger. Ja, die Gefühle kenne ich. Schwanger mit Kind noch nicht, aber mit Projekten. Ja, Ja, cool. sehr gut, sehr gut. Ja, das ist genau. Zwei Söhne. Aber selbst wenn Nein leider nicht da steht, liebe Astrid, vielleicht kennst du trotzdem jemanden und hast mitbekommen, wie Frauen sich unterhalten über dieses Gefühl der Schwangerschaft. Ja, es ist mega aufregend. Genau, ich habe einen Sohn und einen Enkel. Ja, kenne ich alles gut. Drei Töchter. Drei Ja, Töchter. genau. Alles super, alles super, alles super. Es ist ohnewertig.
Okay, also die meisten von euch wissen, guck mal, Astrid war bei der Geburt ihres Neffens dabei. Ja, ja. Auch das ist auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich durfte bei meinen beiden Nichten und bei unserem ersten Enkel auch bei der Geburt dabei sein. Und das ist schon was Besonderes und ist nochmal was ganz anderes, als wenn man selber schwanger ist und ein Kind zur Welt bringt. Sind andere Gefühle. Worum es mir heute geht, ist, ich möchte einmal von euch wissen und auch wieder, schreibt es bitte in den Chat, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, womit geht ihr denn gerade schwanger? Gibt es bei euch im Moment, ich habe das Dehnen der Mutterbänder genannt, gibt es irgendeinen Schmerz oder ein Problem? Und wie fühlt sich bei euch die Vorfreude an auf die Geburt von dem, was jetzt gerade bei euch in der Veränderung ist? Ich möchte vielleicht auch noch eine kleine Inspiration, einen kleinen Tipp mit reingeben. Wie gesagt, ich selber war jetzt noch nicht schwanger, aber ich habe es hautnah miterleben dürfen. Wie groß ist die Angst? Ist die Angst größer als die Vorfreude vor dem, was kommt? Weil es ist ein großes Thema. Weil das ist das Gefühl, was ich in die neue Zeit mit reinbringe. Ist meine Angst größer oder ist die Vorfreude größer? Weil wenn die Angst größer ist, das ist etwas, woran wir auch dann vielleicht drehen können, schrauben können, arbeiten können. Angst darf da sein, ja, definitiv. Das ist niemals verkehrt. Aber sie darf nicht so sein, dass sie mich lähmt oder dass sie mich daran hindert, ich sage mal, zu leben. Cornelia schreibt, die Hofgemeinschaft kreieren, noch ist wenig zu sehen, zweiter Schwangerschaftsmonat. Okay, genau, fühlt da mal rein, super Idee, wie viel ist schon zu sehen? Kann man schon sehen, dass du schwanger bist oder ist es einfach nur so, dass man es schon fühlen kann? Geh mit dem Auf und Ab, wie Wehen. Ja, die hat man am Anfang noch nicht, Otto. Sorry, Gabi. Sehr, sehr spannend. Ich muss das jetzt mal größer machen, dann kann ich euch aber nicht mehr sehen. Aber es geht gar nicht größer. Doch, jetzt geht es größer, dann kann ich mehr lesen. Ja, genau. Die Vorfreude ist größer. Ja, genau. Was genau will ich eigentlich? Auch da, stellt euch vor, ihr wisst, ihr seid schwanger und dann weiß man aber gar nicht, was kommt denn da schlussendlich raus? Und ich kann mich an einen Moment während der Schwangerschaft erinnern, wo ich gar nicht ganz sicher war, will ich das? Und ich kann das jetzt gar nicht mehr rückgängig machen, aber bin ich auch gut genug? Hat sich schon mal jemand gefragt, bin ich gut genug für das, was kommt? Sehr spannend. Vorbereitung auf die Rente und das neue Leben. Ja. Und das neue Wohnen. Mhm. Aufgeregt, vibrierend, Unsicherheit, hoch und tief der Gefühle. Genau, dieses Auf und Ab. Und darauf wollte ich hinaus, das ist sehr gut. Dieses Auf und Ab der Gefühle, wisst ihr, was das ist? Das nennt man Leben. Weil wenn das so wäre, kennt ihr das aus dem Film? Död. Das ist tot. Das ist nicht lebendig. Das heißt, das Leben hat und will auch dieses Auf und Ab der Gefühle. Hab die Rente beantragt, freue mich auf meine Zukunft, Unsicherheit und Lebensfreude. Genau, das ist einfach alles gemischt. Schwanger mit dem, was noch gelebt werden will, letztes Drittel, aha, frage mich die ganze Zeit, ob ich es alleine schaffe mit dem Baby, Achterbahn der Gefühle. Meine Schwangerschaft ist die alternative Freischule für meine Kinder, habe aber Angst, dass sie dort nicht wirklich lernen, bin damit in ständigen Wehen. Okay,
falls sich jemand auskennt mit Freischule und Lernen, gerne in den Chat direkt an die Ilka schreiben. Ihr könnt euch auch gerne vernetzen. Ich weiß, dass du nicht die Einzige bist mit diesem Thema. Gerne vernetzt euch, dafür ist das ja auch da. Bin mega gespannt, mein Arbeitsgebiet verändern oder wie eine andere Tätigkeit, weiß nicht, was bei der Schwangerschaft mehr Vorfreude, aber auch viele Zweifel, Herausforderungen auf das Muttersein, mache ich alles richtig? Also ich weiß, dass das für mich bei all meinen Projekten, mit denen ich jemals schwanger gegangen bin, immer wieder ein Thema war, mache ich alles richtig? Bin ich gut genug? Bin ich perfekt genug? Also ich habe als Mutter versucht, perfekt zu sein. Ich habe mit der Selbstständigkeit versucht, perfekt zu sein. Ich habe in meinem Job versucht, perfekt zu sein. War ein Thema von mir, was ich Gott sei Dank gelöst habe. Mein Arbeitsgebiet verändern. Ach, das hatten wir schon. Kribbeln, Unsicherheit, was kommt. Ich bin wirklich schwanger. Habe es erst letzte Woche nach dem letzten Call rausgefunden. Da steht nur von Punkt, Punkt, Punkt zu alle. Wer ist das? Wer ist denn da schwanger? Wer ist denn ich? Da steht überhaupt kein Name. Jetzt bin ich aber neugierig. Wer bist du? Wie schön. Okay, Perfektionismus kenne ich auch. Mhm. Also, da kommt noch jemand rein. Wir können noch mehr eintreten lassen. Wunderbar. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch für die Schwangerschaft. Ja, wir freuen uns sehr. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich meinen Bildschirm kleiner machen kann, dass ich mehr sehen kann. Ich habe mittlerweile, habe ich euch auf 2 Bildschirmen. Jetzt ist es so, dass wir ja sonst immer erstmal noch so ein bisschen mit euch in diese Themen einsteigen. Heute möchte ich aber gerne gleich damit starten, dass der eine oder andere einfach ein kleines Coaching genießen kann, dass wir einfach mal in die Matrix einsteigen. Wir nehmen natürlich das gesamte Feld mit, das heißt, jeder, der jetzt hier mit im Raum ist, kann spüren, kann einfach erleben, wie wir arbeiten. Und alles, was ich mit dem Einzelnen mache, ist immer fürs Kollektiv. Das heißt, schaut, wie es euch damit geht, welche Emotionen ihr habt, was ihr spürt. Es kann sein, dass ihr ein Kribbeln im Körper spürt, weil die Arbeit, so wie wir sie machen, ist eben auf Zellebene. Und da spielt es keine Rolle, wie weit wir voneinander entfernt sind. Mhm. Okay. Ja, schön. Facebook-Gruppe wegen Schule und Lernen, sehr schön. Ich frage mal einfach in die Runde, ist denn jemand unter euch, der zurzeit mit einem Thema schwanger geht, wo er noch nicht bei der Lösung ist und wo er sich einfach freuen würde, wenn wir das lösungsorientiert unterstützen? Und am besten nehmt ihr jetzt dieses Zeichen. Unten gibt es so einen kleinen Button, der heißt Reaktionen. Da könnt ihr eine Hand heben. Dann kann ich das besser sehen, weil wie gesagt, ich kann im Moment nicht alle sehen. Und da ist eine Hand. Da ist eine Hand. Ah, Lu hat die Hand gehoben. Lu, ich nehme dich gleich. Ich bin ja ganz neugierig, wie es hier ergangen ist seit letzter Woche, weil die Lu haben wir ja letzte Woche schon. Deshalb hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt. Ach, du warst die Erste. Ach, super. Obwohl ich wieder beim Auto sitze, deshalb sieht man mich so schlecht. Also ja, super. Komm raus für die Arbeit. Ja, es hat außer dir sich noch keiner getraut. Yay, Mut wird belohnt. Das war auch nicht immer so, dass ich mich das getraut habe. Ah, jetzt hat noch jemand die Hand gehoben, aber das ist jemand, den wir nicht sehen können. Und da steht auch kein Name. Das heißt, ich würde also wirklich gerne mit dir arbeiten. Also Lu, ich habe ja dich jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm, aber wie gesagt, da ist jetzt noch ein zweiter Teilnehmer mit Hand, aber wir können den Namen nicht lesen. Also
Dann bitte auf jeden Fall ein Video, weil ich kann jetzt nicht in ein Coaching gehen, wenn ich jemanden nicht sehe und nicht weiß, wer da ist. Aber ich arbeite erstmal mit der Lu, vielleicht ist ja dann da das technische Problem. Ach, die Naeli ist da. Naeli ist da. Okay. Leute, ich bin schwanger. Ja, wirklich? Ja! Wahnsinn! Gratuliere herzlich! Dankeschön! Oh, wie schön! Ich habe dir gerade eine WhatsApp geschrieben, bist du schwanger? Ich hab's geahnt. Ich habe die hast du noch nicht gesehen. Wow, toll. Es ist so krass, dass dieses Thema jetzt aufkommt. Es ist unglaublich. Als Martina diesen Call geschickt hat, dachte ich, das kann doch gar nicht wahr sein, dass jetzt auch noch das Thema. Ja, weiß sie das. Oh, ich fühle mich, als würde ich Oma werden. Ja, es ist doch alles. Toll. Ich rufe dich an. Naeli, ich arbeite jetzt erstmal mit der Lu. Ja. Und dann komme ich zurück zu dir, ja? Okay. Könnt ihr mich noch sehen? Ich kann hier nur so. Ja, ich sitze so. Ja, noch auf der Straße, deshalb mache ich das hier mal aus, aber man sieht, dass ich das Video anhabe. Also erstmal kurz zurück. Okay, wie es mir ergangen ist seit letzte Woche. Gut, ich habe beide, also das Gespräch mit meinem Papa geführt. Das war sehr schön. Und das andere, die haben sich einfach verschoben, die Gespräche, was vielleicht dann auch mal gut ist. Ja, die wurden abgesagt. Genau. Genau, manchmal ist es gut. Du weißt ja, die optimale Lösung ist ganz oft ganz anders, als wir denken. Hast du heute ein Thema mitgebracht, wo du sagst, ja, da kann ich dich noch unterstützen? Dann total. Genau, also ich gehe tatsächlich auch gerade mit einem Thema schwanger, und zwar geht es tatsächlich darum, um meine Berufung. Ich mache jetzt das, was ich mache, merke mir aber eine große Anstrengung an, und das wird jetzt wahrscheinlich auch nur noch begrenzt sein zeitlich. Und irgendwie habe ich wie ein Brett vor den Kopf. Ich möchte was anderes machen beruflich, das darf auch gerne selbstständig und frei sein. Und wir tüfteln jetzt die ganze Zeit, aber irgendwie kommt es nicht, die Idee. Mhm. Es kann irgendwie das Gefühl, es kann was ganz Kleines sein mit durchschlagender Wirkung. Ich merke, ich gehe die ganze Zeit damit schwanger. Mhm. Also die Idee möchte geboren werden, ja. Die Idee wird geboren. Wie cool, wir gebären jetzt gemeinsam eine Idee. Ich habe ja mal eine Ausbildung gestartet. Ich wollte immer Hebamme werden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin tatsächlich Hebamme geworden. Ich bin Hebamme für menschliche Potenziale oder Hebamme für Ideen. Also genau. Nehmen wir mal. Genau, also ich weiß jetzt mittlerweile auch alles gut. Also wir gehen, na egal, ich sage jetzt mal nicht so viel dafür, aber ich möchte was Neues geboren werden. Huch, jetzt bin ich dunkel, aber das war ich genau nicht. Alles gut. Lu, ich starte jetzt einfach mal. Yay. Ich würde gerne alle Menschen mit reinnehmen, die jetzt meine Arbeit oder unsere Arbeit noch nicht kennen. Die Matrix ist ein Feld. Es ist ein Feld voller Möglichkeiten, aber auch voller Informationen. Und wir kommunizieren so oder so über unsere Gedanken und Gefühle und Emotionen permanent mit diesem Feld. Nur tun wir das sehr unbewusst. Wenn ich mit der Matrix arbeite und zum Beispiel Ideen, Lösungen einlade, wenn jemand nach einer Lösung sucht oder ein Thema hat, so wie die Lu, oder vielleicht blockierende Muster und Prägungen und Konditionierungen aus der Kindheit, dann kann ich in dieses Feld eintreten und einfach in der Matrix dieses Thema entweder so befreien oder eben Lösungen einladen, dass was wirklich geschieht, ist, dass sich automatisch der Blickwinkel für euch verändert. Andere Lösungen sichtbar werden, die man vorher noch nicht gesehen hat. Das heißt, es öffnet sich automatisch ein Raum der Information. Und das heißt die Zwei-Punkt-Methode. Das heißt, ich arbeite in erster Linie mit der Zwei-Punkt-Methode. Und da werdet ihr gar nichts sehen, sondern da geht es wirklich in allererster Linie ums Fühlen. Und wenn ihr selber in euch eine Idee habt, etwas, mit dem ihr schwanger geht, etwas, wo ihr ein bestimmtes Ziel verfolgt und euch vielleicht noch leichter oder besser fühlen wollt, taucht einfach mit in die Matrix rein und spürt mal, was sich in euch verändert, okay?
Juhu. Findet auch ganz stumm und leise statt. Manchmal stelle ich Fragen, aber im Moment habe ich keine Fragen, sondern ich löse gerade einfach in dem Feld alles, was die Lu daran hindert, die Lösung zu sehen. Auch all das, wo sie glaubt, vielleicht noch nicht weit genug zu sein, noch nicht genug zu wissen, es noch nicht gut genug zu können. Dann, und die Lu kenne ich jetzt auch schon sehr lange, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich Glaubensmuster oder Gedanken, Glaubenssätze hören kann oder erfühlen kann. Da sind Unsicherheiten, weil der Brotjob ist ja noch da, der ernährt sie ja ganz gut und das passt ja auch. Was ist, wenn sie das aufgibt und was Neues startet? Dann ist man plötzlich mit dieser Unsicherheit behaftet. Ich habe keinen Bürojob, aber ja, der aktuelle Job. Okay. Nein, ich habe keinen Bürojob, aber ist okay, ich verstehe schon. Ja. Und einfach in das Gefühl gehen, das heißt, Lu, dein Hauptgefühl zurzeit, welches Gefühl ist das, was du gerade am meisten, am stärksten hast? Wenn du daran denkst, wenn du würdest deinen Job jetzt loslassen und würdest irgendwas Neues machen. Was ist der Grundgedanke, das Gefühl im Moment? Das sind drei Sachen. Das ist Freiheit, kommt bei mir sofort. Mhm. Passion, also ich möchte gerne bei meiner Leidenschaft leben und Bewegung, also diese Flexibilität. Also cool. Ja. Cool. Habt ihr gemerkt, was bei ihr passiert ist und was, also auf jeden Fall auch zur letzten Woche, wer sich das Video von letzter Woche dann mal anschauen will, das wird bald auf der Homepage hochgeladen. Es war nicht eine negative Ausrichtung dabei. Es hieß nicht, ich habe Angst, ich habe Zweifel, ich mache mir Sorgen, sondern es kommt Freiheit. Und, okay, und all das verstärke ich jetzt noch in deinem Feld. Mhm. Noch mehr Gefühl für Freiheit. Und eins habe ich sogar noch. Oh. Mhm. Was hast du noch für ein Wort? Tatsächlich auch finanzielle Fülle. Also ich merke, es funktioniert. Ich brauche das jetzt gar nicht, diese gekoppelte Sicherheit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das geht, weil ich tausche ja gerade immer Zeit gegen Geld. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also es geht mir nicht darum, nichts zu tun, aber okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte besser sein einfach. Und ich glaube, das geht auch. Also ich bin da ganz optimistisch. Ja. Dann nehmen wir jetzt für die finanzielle Freiheit und laden da jetzt nochmal die Informationen ein, die du dafür noch brauchst. Genau. Okay, und ich würde dann auch direkt zu Naedi wechseln. Vielen Dank. Gerne. Damit dann vielleicht noch jemand Drittes reinkommt, bevor wir gucken, ob unser Special Guest überhaupt schon da ist. Also Naedi, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, und Wahnsinn, ey. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist ja völlig crazy. Es ist echt Upper Space. Ich bin echt ein bisschen überwältigt. Es sind ganz viele Achterbahnfahrten von auf und ab und Ängsten. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch alleine, kann den Job nicht mehr machen. Ich habe eigentlich auch gar nicht wirklich eine Wohnung. Also ich habe nur einen Untermietsvertrag bis ab Juli. Ich habe Angst vor diesen ganzen Untersuchungen, habe Angst vor einer Fehlgeburt, habe Angst vor der Geburt, habe Angst. Ganz viel Angst. Aber es ist auch ein bisschen, also es ist natürlich auch Freude da, aber es ist auch alles ganz frisch, es ist alles sehr hormonell. Also ja. Könnt ihr die Naedi spüren? Also ich habe so Gänsehaut, könnt ihr das fühlen? Ja. Es ist gerade so, du bist so berührend und ich weiß ja, was für ein großes Herz du hast. Und ja, und mit deiner Stimme wirst du immer dein Kind ernähren können, Naedi. Ich weiß, wie du singst und ich weiß, dass alles gut ist. Und ich gehe einfach mal und
Nimm mal deinen Schalter für Vertrauen. Und das, was wir, und auch da nehme ich euch alle gerne wieder mit rein, was die Welt im Moment braucht, ganz arg braucht, ist Geborgenheit. Jeder braucht im Moment, die meisten Menschen brauchen im Moment das Gefühl von Geborgenheit, sich wieder geborgen fühlen in dieser gerade sehr unsicher wirkenden Welt, eben während dieser Schwangerschaft für den Neubeginn. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Geborgenheit und laden sie ein. Und Mutterliebe. Eine ganz tolle Energie. Und vielleicht bedeutet ja Neugeburt für dich, Naeli, gerade auch, dass du das Chaos verlässt. Ja. Es ist, weißt du, wir haben ja, ich kenne dich schon lange und es war oft bei dir ein Auf und Ab. Und vielleicht ist jetzt die Zeit, das Chaos loszulassen. Und Struktur hat Frank es gerade genannt. Ja, einfach. Weil auch das ist jetzt die Zeit des Loslassens. Auch das gehört dazu. Zu dem Neubeginn. Ach, so schön. So schön, dass ihr beide auch da seid, weil es war mir irgendwie auch wichtig, dass ihr beide da seid. Und dann stand da auch, ja, Frank wird auch dabei sein. Und ich dachte echt, weil ihr beide, ich weiß noch, damals beim Level 12 oder so, hatte ich irgendeine Karte gezogen und da war irgendwie Vaterliebe und dann stand Frank irgendwie genau gegenüber von mir. Also mein Papa war ja nicht so am Start und dann habe ich mich total gefreut, dass auch du dabei bist, Frank, dass ihr beide am Start seid. Ihr habt mich so begleitet die ganzen Jahre und ja, also... Dankeschön. Für mich ist das übrigens auch was ganz Besonderes, dass du schwanger bist, weil ich glaube, dass es gerade ganz wichtig ist, gerade jetzt in dieser Zeit, dass viele Kinder geboren werden, weil ich glaube, dass wir einen Frequenzwandel durchmachen. Und die Frequenz, die sich gerade verändert, wird durch die Kinder, die jetzt geboren wird, viel schneller eine hohe Schwingung erreichen, weil die kommen mit einer anderen Schwingung in diese Welt hinein. Und es braucht diese Kinder. Und wir können jetzt ganz viel tun, ja. Das gibt Zuversicht. Ja. Oh, Dankeschön. Juhu! Hätte da rausgegangen und dann hatte ich hier so auf der Straße, so nach dem Matrix-Call, bin ich nämlich runtergegangen auf die Straße und da lag dieses Ding vor meiner Haustür und ich dachte, ich glaube, ich muss mir einen Schwangerschaftstest holen. Das war echt nach dem Matrix-Call. Schwanger. Ah, schön, schön. Ach, danke euch. Mhm. Na, es fühlt sich sehr gut an und du weißt, ich bin auch immer da, wenn du mich brauchst. Dankeschön. Ja. Danke euch beiden. Jetzt hat sich keiner weiter gemeldet. Ihr hättet noch, wir hätten noch ein paar Minuten. Doch, da ist die Martina ist da. Ja, schön. Ja. Super, Martina. Ach, das ist super, wenn ihr euch meldet. Zack, habe ich euch auf dem Bildschirm gleich ganz klar. Rein. Also ihr müsst euch nur melden, wenn ihr von uns gesehen werden wollt. Ja, schön, dich zu sehen, Martina. Martina, was können wir für dich tun? Mit was bist du schwanger und wie fühlt sich das gerade an und was hättest du gerne für ein Kind? Mädchen, Junge, Zwillinge. Ach, können auch Zwillinge sein. Ja. So ein Pärchen oder so. Ja, diese Angst und diese Schwere, die mich begleitet gerade. Mhm. Ich habe gesehen, ich bin im Annehmen, so ein Ergeben ist das irgendwo. Mhm. Und so ein Warten. Und das ist mit
Ja, so eine Schwere. Mhm. Ich habe bei unserer mittleren Tochter, also ich habe vielleicht, ich weiß nicht warum, aber es kommt jetzt gerade, ich habe bei unserer mittleren Tochter 4 bis 6 Wochen Blutungen gehabt und zwar immer auf Messerschneide, ob ich sie halten kann oder nicht. Und ich hatte dann einen Traum, das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber Gott hat mir dieses Kind in meine Hände übergeben. Und diese Zeit dazwischen, wo ich durfte mich nicht bewegen. Also ich habe wirklich nur gelegen. Ich habe die ganzen Wochen der Schwangerschaft erstmal nur gelegen. Und Sarah, unser erstes Kind, war gerade mal 1,5 Jahre alt. Und die hat das so toll mitgemacht. So als hätte jeder gefühlt, dass ich jetzt gerade diese Wochen brauche, um Rebecca halten zu können, damit ich ihr das Leben schenken kann. Und das war ein permanentes Angst haben und Zuversicht. Und da fühle ich die Welt gerade. Und ich habe das Gefühl, Martina, dass du ganz viel ein Spiegel dieser Welt auch bist. Okay, das berührt mich gerade sehr. Das geht sehr in Resonanz. Mhm. Und wenn du dich nicht mehr dagegen wehrst, also ich habe gemerkt, als ich aufgehört habe, mich dagegen zu wehren, ich habe mich auch der Angst ergeben, haben die Blutungen aufgehört. Und dann konnte ich anfangen, die Schwangerschaft zu genießen. Und ich war trotzdem immer noch schwanger. Und es hat immer noch gezwickt. Und es darf auch immer wieder meine Angst hochkommen. Mhm. Das ist vollkommen okay. Ich habe das ja in dem Newsletter geschrieben, dass ich mich in den letzten Monaten sehr viel mit Human Design beschäftige und damit auch noch mehr beschäftigt habe, wer bin wirklich ich, weil ich über das Human Design und die Gene Keys einfach viel mehr auch über mich gelernt habe, über meine Lebensaufgabe, über meine Potenziale, über die Gaben, die ich mitbekommen habe. Und wenn man das so schwarz auf weiß dann daraus gelesen hat, das verändert nochmal was. Und Martina, ich habe ja dir letzte Woche dein Design, die Analyse geschrieben und es hat mich sehr berührt, weil ich habe dich so sehr wiedererkannt. Und ich habe das Gefühl, dass du wirklich gerade auch schwanger bist mit deinem eigenen Wachstum, dass da etwas rausbricht aus dir, was dann wirklich zeigt, wer du bist. Und wir sind alle einzigartig und du bist gerade, glaube ich, dabei, deine Einzigartigkeit auch wieder zu erkennen. Und da braucht es ganz viel Vertrauen. Und ich kann ja mal so eine Uhr einladen, die so ein bisschen schneller geht als die anderen. Also weil manchmal hat man keine Geduld mehr und dann will man das Kind endlich im Arm haben. Und vielleicht kommen ja Ablenkungen in dein Leben, weil wir können das so schnell haben, wie wir wollen. Die Schwangerschaft dauert nur mal 9 Monate. Und aber das ist auch okay. Sehr schön. Okay. Martina, ich würde gern die Ilka noch dran nehmen, weil die Ilka kenne ich gar nicht und ich freue mich immer so, wenn jemand sich traut, sich noch zu melden, der mir noch gar nicht bekannt ist. Aber du weißt, du nimmst alles auf, was im Feld ist. Es ist alles jetzt hier noch für euch alle. Und nach der Ilka braucht sich keiner mehr melden, weil dann... Kommt die Überraschung. Dann. Okay. Danke. Gerne, danke dir für dein Vertrauen, liebe Martina. Hallo Ilka, Max, hast du deinen Ton schon freigeschaltet? Ja, ich glaube, ich bin schon. Ja. Super, ja, herzlich willkommen. Und ja. Was kann ich für dich tun? Ach, ja, ich habe eigentlich ein Riesenproblem mit meinem kleinen Sohnemann. Mit dem komme ich ständig über Kreuz. Wir geraten ständig aneinander. Er hat so
solche Bockphasen und ich steige jedes Mal drauf ein. Also wir sind wirklich beide so. Schön, das ist Heilung pur. So muss man es sehen wahrscheinlich. Ja, dann kann dein inneres Kind mitheilen. Wir haben tatsächlich letztes Mal darüber gesprochen, dass die Arbeit in der Matrix Wunder bewirken kann. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht viel drüber, sondern ich lade dich jetzt einfach ein, in deine Matrix ein Wunder einzuladen. Und ich gehe mal da rein, ich öffne das Feld. Und vielleicht kannst du uns dann nächsten Mittwoch, wenn du Lust hast, nochmal wiederzukommen, einfach erzählen, was sich verändert hat, okay? Ja. Geh vielleicht in die Vorstellung, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie sollte es optimal mit deinem Sohn sein? Wie wünschst du dir das? Wie möchtest du dich fühlen? Und wenn ich jetzt auf der Skala von 0 bis 10 mal fragen würde, wie sehr frustriert dich das? Dann würde ich mal schon sagen, 9 bis 10, das ist schon... Okay, merk dir mal das Gefühl, wie du dich jetzt fühlst, 9 bis 10. Und ich gehe jetzt mal, also Frank und ich gehen jetzt einfach mal in deine Matrix und du musst nichts tun, außer dir vorstellen, wie du es gerne hättest. Mhm. Soll ich sagen? Oder? Nee, wir arbeiten schon. Du musst jetzt dir das einfach nur vorstellen, wie du es gerne hättest und dir vorstellen, dass Wunder möglich sind. Es kann sein, dass du ein Kribbeln fühlst, es kann sein, dass dir heiß wird. Bei mir wird gerade heiß. Sehr viel über Temperatur, was sich gerade löst. Ich merke es, ich werde bestimmt rot. Unglaubliches Feuer in dir, eine Energie. Da ist auch ganz viel alte Wut, die nichts mit deinem Kind zu tun hat. Aber ich muss auch gar nicht darauf eingehen, das ist das Schöne beim Matrix. Wir müssen gar nicht drüber sprechen, wo kommt die Wut her. Die wird gelöst werden. Die will einfach nur frei sein, genau. Und die richtest du sonst gegen dich oder gegebenenfalls auch gegen dein Kind. Und Kinder sind wahnsinnig gerne Spiegel. Die zeigen uns einfach nur, die sagen einfach, Mama, ich bin da, ich helfe dir, die Wut loszulassen. Ich weiß nicht, wie es euch anderen geht. Bei mir läuft ein Schauer nach dem anderen. Es ist so ein befreiendes Feld gerade. Auch die Emotionen einfach laufen lassen, weil ich merke gerade, dass ich sehr, sehr berührt bin von der Emotion, die in dem Feld ist. Aber es darf auch alles sein. Weißt du, die größte Emotion, die in jedem Feld ist, wenn wir transformieren, ist immer Liebe. Da ist so viel Liebe. Und die laden wir dann ein und Transformation in der Matrix passiert unglaublich schnell. Deswegen spricht man ja auch von Quantengeschwindigkeit, weil es auf der Ebene der Quanten jetzt gerade in den Prozess geht. Das ist ganz toll. Oh, Marianne. Das arbeitet, aber durch. Ich würde das tatsächlich jetzt an diesem Punkt lassen. Der Prozess läuft weiter. Matrix ist nicht, ich arbeite und in dem Moment, sondern das, was danach kommt, ist der eigentliche Prozess. Lass das mal fließen. Und schreib mal jeden Tag auf, was sich verändert hat an deinen Gedanken, an deinen Worten, an deinen Handlungen, an deinen Gefühlen und an der Begegnung mit deinem Sohn. Mhm. Ich würde mich wirklich freuen, von dir zu hören. Ja, mache ich super. Dankeschön. Sehr gerne. Ganz spontan, auf der Skala von 0 bis 10, wenn du jetzt an Frust denkst, wie hoch ist es jetzt?
Also der ist schon wesentlich weiter runter. Im Moment, ich sag mal, auf 4 ist er schon zurück. Und vertrau, dass in deiner Matrix Wunder möglich sind, okay? Wir begrüßen mal den Resa. Und der Resa ist ein Mensch, der uns jetzt schon länger begleitet. Und wir haben schon so viele schöne Momente mit ihm erlebt. Und er ist als Wirtschaftswissenschaftler und Poet das Genialste, was ich kenne gerade. Und Resa, erstmal ist ein sehr guter Freund, ein Herzmensch, und er möchte einfach, und er macht es auch auf großen Events oder auf Kongressen, dass er dieses lyrisch zusammenfasst mit dem, was da ist, emotional, was passiert ist, was er aufgenommen hat. Und er hat angeboten und hat gesagt, er würde das gerne auch mal für unseren Mittwochabend machen, dass wir einfach mal hören, was war denn alles so heute so auf dem Tablett. Und ich denke, er kann kurz selber noch was über sich erzählen. Er darf auch lange was über sich erzählen, weil wir haben ihm schon vorher gesagt, wir können auch gerne überziehen. Für Resa überziehen wir die ganze Nacht. Also herzlich willkommen, Resa. Danke, dass du da bist. Dankeschön an euch. Hallo ihr Lieben, hallo in die Runde. Dankeschön, liebe Martina und lieber Frank, für diese Herzensworte. Auf jeden Fall, Frank, gerne die Vorstellung ganz kurz, weil ich glaube, viel wichtiger als meine Person ist das, was heute hier passiert ist. Und ich bin heute hier, um das Ganze für euch, für uns alle, lyrisch zu verarbeiten und das durch ein Gedicht auf den Punkt zu bringen. Ich habe nämlich im Hintergrund ganz heimlich mitgeschrieben und werde euch jetzt dieses Gedicht gleich in den Raum geben, damit wir diesen heutigen Abend noch einmal als Zeitreise, als lyrische Zeitreise gemeinsam erleben. Und ich lade jeden hier im Raum ein, gerne nochmal in die Herzen hineinzuspüren. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne eure Augen schließen. Ich sehe, manche sind auch schon so auf Couch-Stimmung. Es sieht auch sehr, sehr gemütlich aus. Also bleibt gerne in dieser gemütlichen Energie und viel, viel Freude. Und ihr habt es schon gesagt, so Wirtschaft und Poesie klingt erstmal so total gegensätzlich. Aber wir haben in der Matrix schon erlebt, was da zusammengeführt werden kann. Lasst es euch gerne gerne überraschen. Auch nochmal ein Wort zu dem, liebe Martina, weil Frank auch gesagt hat, Kongress und Wirtschaft und Politik, das mache ich natürlich ganz oft. Ich muss und möchte an dieser Stelle sagen, dass das hier für mich ein großes Event ist. Weil das, was in den letzten 47 Minuten mittlerweile passiert ist, ist einfach unglaublich schön. Und mir ist immer noch sehr, sehr heiß, nicht nur ums Herz, sondern im ganzen Körper. Und ich glaube, wenn ich hier so in die Runde blicke, habt ihr auf jeden Fall einen kollektiven Saunaaufguss gemacht. Deswegen nochmal einen Riesenapplaus für euch an dieser Stelle, bevor es zur Poesie geht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für all die Liebe, die Heilung und den Segen, den ihr hier reingebracht habt. Alright, so viel dazu. Und ich lege jetzt einfach los mit der Poesie, die ich mitgeschrieben habe. Deswegen enjoy. Kraft des Neubeginns. Alles im Wandel. Route bestimmen, Träume gestalten. Angst oder Vorfreude, was ist größer? Wo schlägt unser Herz wirklich höher? Für die Liebe oder die Angst? Mit Leichtigkeit oder angespannt? Wie können wir zu unserer Neugeburt gelangen? Sind wir mutig oder bleiben wir gefangen? Neubeginn, Umbruch, Kraft und Gestaltung. Unser Baby ist schön, voller Inspiration und Wandlung. Neue Schwingung, Zuversicht durch die Indigo-Kinder, lichtvolle Verbindungen, freudvolle Krieger. Lou ist im Auto unterwegs. Für die Berufung ist es nie zu spät. Manchmal innehalten, stilles Gebet. Manchmal laut nach außen für neue Ideen. Matrix ist ein Feld für alle, das konnten wir verstehen. Besser gesagt fühlen, mehr Leichtigkeit eintauchen und uns selber spüren.
Die Zeit nach der Geburt ist nie mehr wie vorher. Befreit für die Herzensspur ist nicht schwer, sondern legendär. Wir beschäftigen uns heute mit der Vorfreude auf alles, was kommt. Es ist vollkommen okay, wenn auch mal die Angst hochkommt. Freude und Aufregung mit dem, womit wir schwanger gehen. Für die nachfolgenden Generationen als Kollektiv weitergehen. Wie Frank so schön sagt, für eine enkeltaugliche Welt. Erwecken in uns die Einzigartigkeit, liebe Heldin, lieber Held. Nayeli ist schwanger, herzlichen Glückwunsch. Angst vor der Angst, Freude ist da, hormonell geballt, Nayeli glasklar, Schalter für Vertrauen, habt ihr die Wärme gespürt? Geborgenheit für diejenige, die mit ihrem Herzen führt. Sicherheit versus Herzensweg. Freiheit, Passion, Bewegung, Flexibilität. Verstärkung dieser Gefühle aus der Matrix, wie stark. Jetzt fließen die Worte und sind im Gedicht einfach da. Martina öffnet sich mit dem Punkt der Schwere. Wie schön dein Nachname, wenn alles Wandel wäre. Du bist echt, du bist schön. Deine Herzensverbindung konnten wir heute sehen. Auch gegen Ende konnten wir Wunder als möglich sehen. Erneut konnten wir Temperatur und Hitze gemeinsam erleben. Unglaubliches Feuer, alte Wut, Transformation einfach frei und im Herzen gut. Danke für diese schönen Momente, liebe Martina und lieber Frank. Ich spüre ganz stark, der Wandel nimmt Gestalt. Befreiung im Feld, danke für diesen Segen. Danke, lieber Gott, liebes Universum, für dieses wundervolle Erleben. Jede Art von Schwangerschaft ist ein liebevoller Segen. Wir laden die Liebe ein und können Quantengeschwindigkeit. Und jetzt lade ich jeden ein, ein Wort in den Chat zu schreiben, was euch gerade kommt. Einfach in den Chat. Wir laden die Liebe ein und können Quantengeschwindigkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Schreib jetzt rein, was für dich das Wort für den heutigen Abend ist. Dankeschön. Wir haben zu danken. Ich habe nicht übertrieben, oder? Ein Applaus. Auch ich weiß nicht, ob man das hören, aber es ist gut. Man kann auch einen Applaus hier machen. So. Was kann man machen? Man kann so einen Applaus in den Chat geben. Guck mal, so Klatschehände. Ah, Klatschehände in den Chat. Ja, also naja, so. Ja, in das Fenster. Da. Ja, genau, die Klatschehände im Fenster. Genau, so meinte ich. Lisa, ja. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das war so wunderschön. Ich danke dir. Danke auch, liebe Nayeli. Vielen, vielen Dank. Und viel Segen für deine Schwangerschaft. Und die Geburt und alles weitere danach. Ganz, ganz großartig. Super, super, super. Dankeschön. Danke.
Es ist ganz toll. Der Resa ist gerade selber Papa geworden, ganz frisch. Ganz frisch, frisch. Und hat sich wahrscheinlich gewundert über das Thema, als ich ihm gesagt habe, wir machen heute das Thema Schwangerschaft und Geburt. Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schlaflose Nächte sind auf jeden Fall da. Die Brille verdeckt die Augenringe so ein bisschen. Ja, auch herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Hat jemand eine Frage an den Resa? Ist dir das jetzt alles sofort einfach, hast du das einfach improvisiert? Also ja klar, musst du ja. Du hast ja, alles. Also entweder das oder ich habe eine Zeitmaschine und bin in die Zukunft gereist vor ein paar Wochen und wusste, dass du schwanger bist und dass wir uns treffen und dass die Lou im Auto sitzen wird. Du kannst es dir aussuchen. Wenn das Bild der Zeitmaschine dir gefällt, dann behalten wir das. Ansonsten, das passiert in Echtzeit. Ich nenne es auch Echtzeitpoesie. Ich connecte mich mit dem Gefühl des Feldes und höre dann zu und schreibe dann ganz schnell mit. Mit Zweifingersystem, 10 Finger habe ich nicht gelernt, aber mit 2 Fingern bin ich ganz schnell. Und ich habe hier mein iPad liegen und tippe den Text rein und ich habe dann ein Bildschirm ausgemacht, damit es nicht so aussieht, was macht der da, warum schreibt er alles mit, dass ihr euch einfach sicher öffnen könnt. Dieser Text ist auch für das heutige Feld, also das habe ich extra reingegeben, der geht auch nirgendwo raus, deswegen war es auch schön, dass diese sensiblen Momente auch nochmal da sind. Also meinerseits geht der nirgendwo raus. Ich weiß nicht, Martina und Frank können vielleicht Zitate daraus nehmen, um den heutigen Abend gerne auch nochmal wieder zu spiegeln. Also ich bin einfach so, ja, im Flow, im Dienst und in der Liebe versuche ich mehr und mehr einfach einzutauchen und heute Abend ist es besonders gut gelungen. In der Regel mache ich das bei Events, die ein bisschen trockener sind, aus meiner Sicht so ein bisschen Wirtschaftsevent, politische Events, wo ich finde, dass da einfach nochmal mehr Liebe und Herzensleichtigkeit reingehört und fasse da die Themen nochmal zusammen, um aus der Kopfebene in die Herzebene zu kommen. Und heute Abend ist es für mich einerseits sehr viel leichter gewesen, weil so viele Herzensmenschen schon da sind. Das heißt, ich musste gar keine Herzenskomponente reinbringen. Die Liebe ist da. Ich durfte sie vielleicht nochmal zusätzlich ja, bereichern durch die Texte, die von euch, für euch, durch mich kommen. So beschreibe ich das immer. Und andererseits war das gleichzeitig eine Herausforderung, weil einfach so viel passiert ist. Also ich glaube, ich hätte ein Buch schreiben können, aber ich habe versucht, das so ein bisschen so auf den Punkt zu bringen. Und ich hoffe, ihr konntet den heutigen Abend auch nochmal bildlich miterleben und dadurch auch nochmal vielleicht verarbeiten für den einen oder anderen. Es war mir und ist mir eine große Freude. Deswegen danke für die Einladung und ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Na, Wahnsinn, du bist wahnsinnig talentiert und es wäre wahnsinnig toll, wenn das als wenn das irgendwo, also ich finde es super, ich finde, das sollte rauskommen. Es war so toll. Also, aber das müssen Martin und Frank natürlich. Ja, also wir werden auf jeden Fall die Aufzeichnung auf der Homepage hochladen und das auf jeden Fall auch präsentieren. Das ist sowieso schon klar. Resa, magst du noch was über das Kinderprojekt? Über Heartbeat? Ja, erzählen? Gerne. Ich habe auch gesehen, ich glaube, es gab toll. Auch noch einen Link zu Kinderprojekten. Ja, gerne. Und auch für alle, die jetzt vielleicht jemanden kennen, der, wenn irgendwo ein großes Event stattfindet oder jemand sowas gebrauchen kann, wie das, was der Resa eben für uns gemacht hat, mache ich natürlich auch gerne Werbung, also gerne auf riesengroße Events, damit das Herz auf alle Events der Welt kommt. Dankeschön, liebe Martina. Wie gesagt, das war und ist für mich eines der größten Events, die ich dieses Jahr erleben und mitbegleiten durfte. Es kommt nicht immer nur auf die Anzahl der Leute, sondern die Magie, die passiert an. Und ich finde, das ist auf jeden Fall sehr magisch. Ich glaube, das sehen ganz viele hier auf jeden Fall so. Deswegen danke. Es muss jetzt auch gar nicht so einen krassen Werbungcharakter haben. Ich erzähle natürlich sehr, sehr gerne auch kurz über meine gemeinnützige Organisation. Was vielleicht auch nochmal interessanter ist, ist, dass ich irgendwann auch meinen Herzensweg eingeschlagen habe und meinen tatsächlichen Brotjob damals an den Nagel gehängt habe. Und das war vor circa 6 Jahren, raus aus der Konzernwelt, weil ich irgendwann Panikattacken hatte und ich wusste, da entsteht eine neue Geburt, vor der ich mega Schiss hatte. Und jetzt, 6 Jahre später, mit ganz vielen Höhen und Tiefen, sitze ich hier in unserem Büro für Heartbeat Edutainment. Das ist das Logo, was ihr seht. Das ist die Firma, die ich mitgründen durfte. Und bei Heartbeat, also dem Herzschlag, geht es, wie der Name sagt, um den Herzschlag, insbesondere der Kinder und Jugendlichen. Wir glauben an die Kraft von Musik und Kunst als Tool für Persönlichkeitsentwicklung
Entwicklung. Deswegen haben wir Europas erstes Film-, Foto- und Tonstudio entwickelt auf Rädern, welches begehbar ist. Stellt euch einen VW Crafter-Bus vor mit so einem Herzen drauf. Und damit fahren wir in soziale Brennpunkte und in ländliche Gebiete und helfen Kindern, Musik zu schreiben, Poesie zu schreiben, Collagen zu malen zu den Themen Frieden, Liebe, Einheit und Respekt. Und das ist das, was wir machen. Also wir schreiben sinnvolle Songs mit ihnen, sehr viel auch im Hip-Hop-Bereich, weil das die aufstrebende Jugendkultur ist, die im Mainstream leider ein bisschen, ja, mit Schatten behaftet ist, um das mal so auszudrücken. Und da einfach die Echtheit der Musik da nochmal näher zu bringen. Und ja, wir sind ein kleines Team in Frankfurt am Main, 5 Leute, arbeiten in 7 Bundesländern mit 13 Freelancern, durften 50.000 Kinder und Jugendliche schon direkt erreichen in 5 Jahren. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, irgendwie gemeinsam sinnvolle Projekte umzusetzen, ich schreibe euch gleich auch nochmal den Link zu unserer Homepage und zur E-Mail-Adresse rein. Und das andere, liebe Martina, danke dir dafür, ist das, was jetzt mittlerweile auch mein zweites Standbein ist. Das ist die Echtzeitpoesie. Das bedeutet, also ich gehe sehr gerne auf Events und werde dafür gebucht, um eben die Essenz auf den Punkt zu bringen. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden kennt, für den oder die das sinnvoll ist, freue ich mich natürlich auch und ich hinterlasse da auf jeden Fall auch meine Kontaktdaten. Abgesehen davon bin ich natürlich für jeglichen Austausch auf Clubhouse oder Social Media oder vielleicht auch bei einem von Martina und Franks Events sehr, sehr offen und freue mich sehr auf euch. Also das auf jeden Fall dazu und alles Weitere, wie gesagt, per E-Mail gerne für die, die es noch interessiert. Dankeschön, Dankeschön, lieber Reza. Vielen, vielen Dank. Also ich war mega berührt von deiner Zusammenfassung. Ich werde mir die auch gleich nochmal anhören. Sehr schön. Ja, also ihr werdet den Reza bei uns natürlich auch erreichen. Okay. Und diejenigen, die wissen und ja die Matrix schon kennen, wissen, dass wir in unserem Level 1 Ressourcen integrieren. Das heißt, Ressourcen, eine Ressource ist immer eine Schwingung, eine Frequenz, die mir dienlich ist, die nützlich ist. Zum Beispiel die Frequenz von Mut oder die Frequenz von Vertrauen. Und was wir auch bei den Ressourcen machen, ist, es gibt Comicfiguren oder Menschen, Persönlichkeiten, die wir kennen, die bereits viele Ressourcen von dem leben, was bei uns vielleicht noch im Verborgenen liegt. Und für mich ist der Reza eine Ressource, die jeder von uns gebrauchen kann, weil er ist für mich die Liebe und das Herz pur, immer immer für andere da. Also ich kenne wenig Menschen, von denen ich weiß, dass sie wirklich immer auf dem Punkt da sind, wenn man eine Frage hat oder jemanden braucht. Und der Reza lebt seine Berufung und seine Gabe. Und ich finde, ich integriere für uns alle jetzt mal die Ressource Reza in unser Feld. In Mainz auch. Das ist richtig rot wie das Logo hinter mir. Ich danke dir. Ah, ihr müsst das mal fühlen, wisst ihr, in mir fängt alles an zu pulsieren und sagt, ja, jeder will seine Gabe leben, jeder will raus mit dem, was er ist, und Reza, du zeigst es uns einfach, dass es funktioniert und dass es ohne Druck geht, mit ganz viel Liebe. Danke dir, das macht mich ganz still, dankeschön. Okay, dann nicht zu viel versprochen. Das war der Überraschungsgast. Ja, war cool, ne? Das kann gar keiner mehr toppen jetzt. Ja, wir freuen uns auf nächsten Mittwoch und ich bin mal gespannt, was uns da wieder Neues einfällt. Witzigerweise wissen wir das oft erst ein paar Tage vorher. In dem Moment, wenn dieser Newsletter kommt, ist er tatsächlich aus uns entstanden. Und im Grunde genommen kriegt man ja alles immer da und heißt es so, ach, jetzt wissen wir, um was es geht. Ihr kennt das, ne? Wenn man sich darauf einlässt, wird es kommen. Genau. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Abend und danke, dass ihr da wart und empfehlt uns weiter. Weil okay. Das ist, glaube ich, das, was gerade ganz viele Menschen brauchen, ist so viel Freude, Leichtigkeit und Vertrauen. Liebe innerhalb von einem Feld und so richtig schön geerdet. Vielen, vielen Dank auch meinerseits für die Einladung nochmal. Sehr, sehr schön. Also, war ganz toll.
Ja, ich hab immer noch Gänsehaut. Das freut mich sehr. Ich werde den Text werde ich euch auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Ich werde den auch nochmal so sauber in eine Datei packen. Dann schicke ich euch den zu. Ja. Und dann könnt ihr den so, wie euer Herz es begehrt und wie es sich richtig anfühlt, einfach nutzen. Gerne Homepage und Co. Also von mir aus komplett freie Kreativität. Und wie gesagt, danke. Ich bin sehr demütig auch für die Wörter, die du mir mitgegeben hast. Und ich liebe euch beide einfach vom Herzen. Also ihr seid mittlerweile, wir kennen uns jetzt schon ein Jahr mittlerweile, so intensiv und ihr seid einfach so wichtig in meinem Leben. Deswegen danke für diese schönen Momente und auch viele weitere schöne Momente mit euch, mit uns. Okay. Ja, da freue ich mich auch drauf. So, wir rocken die Welt. Es wird jetzt ein Event nach dem anderen geben. Okay, Resa, liebe Grüße an deine Frau und an die Kiddies. Mache ich sehr gern. Habt eine gute Nacht. Viele Grüße nach Mallorca. Bis bald. Tschüss, bis bald. Gute Nacht, bis bald. Danke euch beiden. Danke, Cornelia, dass du auch dabei warst heute. Ciao. Danke. Tschüss. Danke. 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 Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke euch. Mein Herz grüßt eure Herzen. Und Resa, du bist ganz warm in meinem Herzen. Danke, liebe Nathalie. Das bedeutet mir viel. Ciao. Danke. Was sagst du? Ich habe dich nicht verstanden. Das bedeutet mir viel. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend dir noch. Ciao. Danke, euch auch. Und danke, Martina und Frank. Und euch allen. Ihr seid toll. Ich bin voller Liebe und Oxytocin. Alles Liebe. Bis euch. Danke. Liebe. Tschüss. 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 Tschüss.